Im April 1941 kam es auf dem Schlachtschiff Bismarck zu folgendem Gefechtsbild. Der Maschinengast Josef Staats, der Läufer-Leckwehrzentrale, hatte eine Meldung in den schweren Turm Bruno zu bringen, in dem sich die Schiffsführung nach einem angenommenen Ausfall des vorderen Kommandostandes befand. Staats meldete dem Kommandanten, Kapitän Lindemann, doch der reagierte nicht, auch trug er seine Mütze quer auf dem Kopf. »Ja, sehen Sie denn nicht, der Kommandant ist tot?« rief ihm Oberleutnant zur See Friedrich Kardinal zu. »Aber der Kommandant steht ja noch«, erwiderte Staats. »Geben Sie mir die Meldung und kommen Sie auf die Brücke.« Auf der Brücke erklärte Kardinal, dass alle Männer, die ihre Mütze quer trugen, als ausgefallen zu gelten haben. Keine 4 Wochen später, am 27. Mai 1941, befanden sich Kardinal und Staats beim Endkampf ihres Schiffes im mehrfach durchschossenen vorderen Kommandostand. Beiden gelang später die Flucht vom Schiff. Kardinal erschoss sich kurz danach schwimmend im Atlantik. Staats wurde von HMS Dorsetshire gerettet. Kapitän Lindemann ging freiwillig mit seinem Schiff unter.